haben hier ein Gemälde von Samuel Hofmann aus dem Jahre 1646. Der ist ein Schweizer Künstler, aber eben auch sehr viel in den Niederlanden tätig gewesen und aus der Sammlung des Kunstpalasts und wird jetzt eben im Rahmen der Neupräsentation für den Kunstpalast, die jetzt bald ansteht, hier noch einmal für uns restauriert. Jedes Gemälde, was hier bearbeitet wird, wird erstmal untersucht und dann auch fotografisch dokumentiert und haben eben auch die Möglichkeit, hier mit der Kamera sehr hochauflösende Bilder aufzunehmen, mit denen wir auch ganz nah reinzoomen können, um eben auch kleinste Veränderungen dann später nachhalten zu können. Für die Retuschen können wir eben zur weiteren Identifikation auch UV-Licht nutzen, das eben durch bestimmte Fluoreszenzen, Retuschen zwischen oder auf dem Firnis sichtbar macht. Am Ende soll nach abgeschlossener Restaurierung wieder ein stimmiges Gesamtbild entstehen, auch in den Details. Das heißt, alle Retuschen sollen farblich integriert werden. Wir sind ein Kompetenzzentrum für die Konservierung, Restaurierung und Kunsttechnologie. Wir kümmern uns darum, wenn Objekte Schaden genommen haben oder einfach durch ihre Alterung nicht mehr ausstellungsfähig, nicht mehr lesbar sind. Wir kümmern uns aber auch darum, dass Ausstellungen überhaupt vorbereitet werden oder auch der Leihverkehr, auch internationaler Leihverkehr, vorbereitet wird. Ein ganz wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch die kunsttechnologische Erforschung. Wir benutzen naturwissenschaftliche Methoden, Strahlendiagnostik, Röntgen, UV, Infrarot und dergleichen, aber auch Materialanalytik, um besser zu verstehen, wie sind diese Werke generiert worden, wie haben Künstler das geschafft. Und das geht natürlich so weit, dass man aus diesen Erkenntnissen, die wir gewinnen, auch ableiten können, was ist die Provenienzgeschichte eines Objektes und ist es echt oder ist es nicht echt. Medienkunstrestaurierung ist die jüngste Spezialisierung innerhalb unseres Bereichs, innerhalb der Restaurierung. In der Medienkunstrestaurierung haben wir es mit allen Technologien zu tun, die Sie sich vorstellen können. Und so haben wir zum Beispiel alte Laserdiscs, alte U-Matic-Kassetten, die wir hier dann digitalisieren und für die Zukunft archivfähig machen. Wir sind jetzt in der Papierabteilung, in der Papierrestaurierung und ich bearbeite gerade ein handgemaltes Plakat aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein seltenes Stück aus dem Filmmuseum. Jetzt im Moment reinige ich mit einem mit einem Radierpuder die Oberflächen und das mache ich mit einem Stumpenpinsel und mit diesem Radierpuder in kreisenden Bewegungen, dann sieht man schon, wie sich der Staub und alles, was sich in den Jahrzehnten, fast 100 Jahren abgezeichnet hat. Unsere Arbeit findet oft hinter den Kulissen statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zur Feier unserer Wiedereröffnung möchten wir jetzt aber unsere Labore und Werkstätten öffnen. Wir freuen uns darauf, dass am 15. Oktober mit dem 6. Europäischen Tag der Restaurierung wir ein tolles Führungsprogramm anbieten können. Und zur Feier unserer Eröffnung verlängern wir das um eine ganze Woche. Das heißt, man kann von Montag, dem 16.10. bis Freitag, dem 20.10. zu uns kommen. Wir bieten 4 öffentliche Führungen, kostenlose Führungen jeden Tag an. Und man kann nicht nur unsere neuen Räumlichkeiten kennenlernen, sondern auch spannende Untersuchungs- und Restaurierungsprojekte erleben.